我们已经讲过那个反身动词，记得吗？sich interessieren für，这是一个反身动词加一个介系词呢。我们今天介绍另外一个，就是 sich ärgern über。可是你看，这个介系词就是 über，不是 für，所以你一定要背 sich ärgern über。然后呢，über 要加 accusative，sich ärgern über 什么意思？就是生气呢。我生气什么什么东西，什么事情让我生气，什么人让我生气，我可以用到这个动词 sich ärgern über，还记得吗？我们在介绍 sich interessieren für，同时就讲一个什么问词呢？你对什么东西有兴趣呢？Wofür interessierst du dich？但是现在呢，我们有 über 这个介系词，所以我们这个问词变成 worüber。Worüber ärgerst du dich？那你看，我们这里有一个 er，为什么有一个 er 呢？因为也是发音的问题嘛。你看，如果你说 worüber，听起来怪怪的，所以我们在这里加一个 er，worüber。我们德国人觉得念起来比较顺利呢。worüber ärgerst du dich？就是说你对什么事情生气呢？还是什么事情让你生气？Worüber ärgerst du dich? Ich ärgere mich über, 比方说天气不好，你可以说 Ich ärgere mich über das Wetter. Ich ärgere mich über das Wetter. 可是有人说，哦，这个天气不好的话呢，不会让我生气呢。那他会说 Darüber, 关于这个事呢，Darüber ärgere ich mich nicht. 但是有人觉得，哦，我也是，不好的天气呢，让我生气呢。Darüber ärgere ich mich auch。那如果是人让你生气呢，那我就可以问你，über wen？还记得吗？谁的那个 accusative 就是 wen？über wen ärgerst du dich？über wen ärgerst du dich？那如果是一个男生，那你可以说 über ihn。关于他，über ihn ärgere ich mich。über sie ärgere ich mich。再一次哦，sich ärgern über 就是生气的意思。Worüber ärgerst du dich? Ich ärgere mich über die Politik. Darüber ärgere ich mich nicht. Sich ärgern über 加 Akkusativ，就是这么简单。